Dies ist ein weiteres Video zu linearen Gleichungssystemen und in diesem Video geht es darum, wie ich vom Text zur Gleichung komme. Das ist bei der ganzen Sache bezüglich linearer Gleichungssysteme eigentlich der schwierigste Part, denn es erfordert Kreativität, so einen deutschen Text in eine Gleichung, in eine mathematische Gleichung umzusetzen oder auch in mehrere mathematische Gleichungen in diesem Fall. Und es gibt auch kein Ablaufschema, was ich euch vorstellen kann, nach dem ihr immer vorgeht. Deswegen habe ich mir überlegt, als Hilfestellung stelle ich euch drei typische Texte, drei typische Aufgabentexte vor und zeige euch, wie man von dem Text Schritt für Schritt zur Gleichung kommt. Viele Aufgabentexte sind ähnlich gelagert wie diese drei Texte, aber es gibt natürlich auch eine Menge anderer Aufgabenstellungen, die davon abweichen und dann ist halt eure Kreativität gefragt. So, zum ersten Beispiel. Ich lese erstmal den Text. Lisa kauft rote und blaue Lollis. Für 4 blaue und 2 rote Lollis zahlt sie 6 €. Für 6 blaue und 4 rote Lollis muss sie 8 € zahlen. Was kostet ein blauer und was ein roter Lolli? So, aus der Frage kann ich schon sehen, okay, es geht hier um zwei verschiedenartige Dinge. Rote und blaue Lollis. Oder runde und eckige Brötchen oder runde und eckige Bonbons oder was auch immer. Das heißt, es ist so ein typischer Aufgabentext für zwei verschiedenartige Sachen und dann sind da im Prinzip in diesem Text vorher mit verschiedenen Anzahlen von der ersten Sache und der zweiten Sache dann zwei Gleichungen versteckt. So, und jetzt kann ich mir als erstes überlegen, wie kriege ich diesen Text in eine Skizze? Denn ich brauche eine Vorstellung. Bevor ich die Gleichung aufstellen kann, brauche ich eine Vorstellung, worum es einfach geht. Sonst erschlagen mich diese ganzen vielen Zahlen in dem Text. So, das heißt, ich nehme mal den ersten Satz. Lisa kauft rote und blaue Lollis. Okay, kann ich nichts umsetzen. Für 4 blaue und 2 rote Lollis zahlt sie 6 €. Das heißt, sie hat eine bestimmte Anzahl von blauer Lollis. Das kann ich mir so vorstellen. Ich habe hier 4 blaue Lollis. Und dann habe ich noch 2 rote Lollis. Und insgesamt zahle ich dafür 6 €. Die Einheiten lasse ich weg in der Mathematik. So, jetzt kann ich mir überlegen, wie kriege ich das zum Beispiel erstmal in eine Gleichung. Da habe ich hier jetzt die blauen Lollis. Und da ich da nicht blaue Lollis in die Gleichung schreiben will, nehme ich einfach einen Buchstaben dafür, eine Unbekannte, als Platzhalter. Und in diesem Fall sage ich einfach, das ist mein B. Und für die roten Lollis nehme ich einfach ein R. So, wenn ich das jetzt als Gleichung ausdrücke, dann habe ich also, ich habe 4 blaue Lollis, 4 mal einen blauen Lolli und dann noch 2 rote Lollis dazu. 2 mal einen roten Lolli. Und insgesamt sollen die zusammen 6 € kosten. So, wenn ich mir die Gleichung genau angucke, dann sehe ich, ich habe zwei verschiedene Unbekannte. Das heißt, ich kann die Gleichung nicht lösen. Ich muss also aus dem Text noch eine zweite Gleichung finden, wo auch die blauen und die roten Lollis vorkommen, damit ich das irgendwie lösen kann. Versuche ich es also mal mit dem dritten Satz hier. Für 6 blaue und 4 rote Lollis muss sie 8 € zahlen. Da mache ich mir auch nochmal eine Skizze dazu. Ich habe also hier meine 6 blauen Lollis und die 4 roten Lollis und dafür muss sie 8 € zahlen. Das heißt, meine zweite Gleichung sieht so aus. Ich habe 6 mal blau und 4 mal rot und muss dafür 8 € zahlen. So, jetzt habe ich zwei Gleichungen mit jeweils zweimal denselben Unbekannten, nur anderen Zahlen dazu. Das heißt, das zusammen ist mein lineares Gleichungssystem. Und jetzt kann ich nach Schema F das einmal durchrechnen, zum Beispiel nach dem Einsetzungsverfahren. Und dann kann ich den Preis für einen blauen Lolli und für einen roten Lolli ausrechnen. Wie das genau geht, diese Rechentechnik, dazu kommen wir später noch. Das ist wirklich dann eine Schema-F-Rechnung. Das hier ist der schwierige Schritt. Deswegen noch ein zweites Beispiel. Ich lese zunächst wieder den Text. Rechteckiges Grundstück, 400 Meter Zaun, komplett einschließen. So, wie kann ich das in eine Zeichnung oder in eine Skizze umformen? Erstmal wichtig ist hier, was für eine Art von Grundstück. Rechteckig. Das kann ich malen. Rechteck sieht so aus. Und ich habe 400 Meter Zaun, um es komplett einzuschließen, also um einmal außen rum zu gehen.
Damit weiß ich schon einmal außenrum, das wird irgendwas mit dem Umfang zu tun haben. Also der Umfang, den kürze ich mal mit U ab, ist 400. Meter lasse ich bewusst weg. So, jetzt kann ich mir noch überlegen, was weiß ich noch um den Umfang, weil ich ja eine rechteckige Figur habe. Ich habe also kein beliebiges Grundstück, sondern ein rechteckiges Grundstück, scheint also auch eine wichtige Information zu sein. Und wenn ich meine Formelsammlung kramme, dann weiß ich, der Umfang bei einer rechteckigen Figur ist zweimal die Seite A plus zweimal die Seite B. Und dann zeichne ich das hier ein, also ich sage hier, die kurze Seite sei A und die lange Seite hier sei B. So, wenn ich jetzt die 400 da einsetze, dann habe ich hier also 400 ist gleich 2 mal A plus 2 mal B. Dann habe ich eine schöne erste Gleichung. So, wenn ich mir die Gleichung genau anschaue, dann sehe ich, ich habe zwei Unbekannte darin. Mist, kann ich nicht lösen. Das heißt, im Rest des Textes, obwohl da gar keine Zahl mehr steht, muss ich irgendwie noch eine zweite Gleichung verbergen. Das heißt, ich lese nochmal weiter. Die eine Seite ist dreimal so lang wie die andere. So indirekt verbirgt sich hier also doch eine Zahl. Dreimal. Die beiden Seiten sind also nicht beliebig lang, sondern die lange hier ist dreimal so lang wie A. Also, wenn das A ist, das und das, dann ist die dreimal so lang. Das heißt, als Gleichung ausgedrückt bedeutet das B ist gleich dreimal A. Und damit habe ich die Beziehung zwischen den Seiten hergestellt und das ist dann auch meine zweite Gleichung. So, und jetzt habe ich zwei Gleichungen, wo jedes Mal die beiden gleichen Unbekannten drin vorkommen. Und das ist mein lineares Gleichungssystem, was ich dann wieder per Schema F lösen kann. Noch ein drittes Beispiel. So, ich lese erstmal wieder. Fritzchen geht mit vier Freunden in einen neuen Club in der Stadt. Er zahlt insgesamt 60 Euro für Eintritt und 10 Getränke. Letzte Woche war er ebenfalls spendabel, da hat er einen anderen Freund eingeladen. Für sich und den Freund hat er 20 Euro bezahlt für Eintritt und zwei Getränke. Was kostet der Eintritt pro Person und was kostet ein Getränk? Das ist vom Text her erstmal verwirrender als vielleicht die beiden anderen Aufgaben, deswegen unbedingt erstmal eine Skizze machen. Also, ich habe hier irgendwie den Eintritt. Das mache ich mal mit so einer Karte oder Dollarschein. Eintritt und 10 Getränke. Also hier habe ich 10 Gläser. Und das soll zusammen 60 Euro kosten. Und beim zweiten habe ich, er hat Eintritt bezahlt und zwei Getränke. Und das soll 20 Euro kosten. So, jetzt könnte man sich vorstellen, die Gleichung könnte zum Beispiel hier so aussehen. Einmal Eintritt und 10 Getränke ist gleich 60 Euro. Da habe ich eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Ich kürze das hier ab, Eintritt mit E und Getränk mit G, damit ich da nicht so ein ganzes Wort hinschreiben muss und ich gleich sehe, was meine beiden Unbekannten sind. Und hier bei der zweiten Gleichung habe ich auch wieder einen Eintritt und zwei Getränke und das Ganze soll 20 Euro kosten. So, das sind erstmal zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Lineares Gleichungssystem kann ich lösen. Werde ich feststellen, passt nicht so ganz, denn ich habe noch eine Sache nicht berücksichtigt. Einmal geht nämlich Fritzchen mit vier Freunden und einmal hat er und ein anderer Freund zusammen diese 20 Euro bezahlt. Und das muss ich noch irgendwie mit in diese Gleichung unterbringen. Und zwar hier bei dem Eintritt. Ich habe nämlich nicht nur einmal Eintritt bezahlt, sondern wenn da fünf Leute sind, dann habe ich hier fünfmal Eintritt bezahlt, logischerweise. Das heißt, ich habe hier nicht einmal Eintritt, sondern fünfmal den Eintritt. Und beim zweiten Mal habe ich eben Fritzchen und der Freund, habe ich also zweimal Eintritt bezahlt. Oder Fritzchen hat zweimal Eintritt bezahlt. So. Und jetzt habe ich alle Informationen aus dem Text in meinen Gleichungen verarbeitet, ein lineares Gleichungssystem und das kann ich lösen per Standardverfahren. Gut, das sind jetzt drei Beispiele und
Es gibt natürlich eine Menge Aufgaben, die man in Text verkleiden kann. Ich finde trotzdem, dass es so typische Beispiele sind. Das erste und das dritte Beispiel hier sind ähnlich. Ich habe jeweils zwei verschiedene Sachen, die in verschiedenen Mengen vorkommen und dann am Ende unterschiedliches Kosten. Und ich kann dann aus diesen beiden Gleichungen die Einzelkosten herauslesen. Nur, dass dieser Text hier etwas anspruchsvoller ist. Dieses Beispiel ist ein bisschen anders, weil ich da, das wird häufig angewendet, wenn ich geometrische Figuren habe. Das können Rechtecke sein oder Quadrate oder auch Dreiecke. Meistens geht es um den Umfang, manchmal auch über Flächen, dann sind die Formeln ein bisschen anders gelagert. Aber es geht immer darum, dass ich eine Gleichung habe, wo von beiden Sachen etwas vorkommt und dann zusammen sich eine Gesamtzahl ergibt. Und die zweite Gleichung ist so, dass die beiden Ausgangsdinger, ob das hier nun die Seiten sind oder ob es die roten und die blauen Lollis sind, aber dass die beiden in einem Verhältnis zueinander stehen. Also hier, dass die eine Seite dreimal so lang ist wie die andere oder gerne auch die eine Seite ist um 5 Meter länger als die andere oder sonst irgendetwas. Das heißt, in der zweiten Gleichung taucht praktisch die eine Größe auf der einen Seite alleine auf und dann auf der anderen Seite die andere Größe. Gut, es gibt natürlich noch viele, viele andere Beispiele. Trotzdem hoffe ich, dass es euch das Video ein bisschen weiterhilft. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher sein könnt, dass ihr die wichtigsten Informationen aus diesem Video auch verstanden habt.